Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alp Äginen im Goms. An der Straße gelegen, die das Wallis über den Nufenenpass mit dem Tessin verbindet. Eigentümerin dieser Alp ist die Gemeinde Reckingen. Nutzungsberechtigt sind aber auch die viehbesitzenden Bürger von Ulrichen, Münster und Geschinen. Wie lange noch werden Kühe auf diese Alpen getrieben? Die Bergtäler entvölkern sich immer mehr. Lautlos ist das Sterben, das diese alten Hirtenkulturen heimsucht. Ist die Äginenalb ein Relikt aus einer untergehenden Kultur? Zeugnis eines verzweifelten Versuches, eine überlieferte, aber unrentabel gewordene Wirtschaftsform in die Zukunft hineinzuretten? Ist auch der Alpsegen Bestandteil dieser rückwärtsgerichteten Haltung? Ist er zur leeren Formel geworden, ein Anachronismus in einer Welt, die auf Funktionalität ausgerichtet ist? Gott behüte, dass diese Fee auf dieser Alp ist. Amen. Ich bete der Alp sagen, wegen der Kühe. Dass wir Glück haben auf der Alp, mit den Kühen, mit den Hirten, mit dem Schaf und alle Touristen, alle, die vorbeikommen, soll uns der Herrgott sagen gehen, und darum beten wir den Alp sagen. Amen. Einen besonders wichtigen Faktor stellt in diesen Alptälern noch die Kirche dar. Wie umreißt sie ihre Position in diesem Spannungsfeld, in dieser auseinanderklaffenden Ordnung, in der Form und Inhalt nicht mehr zur Deckung gebracht werden können? Der Alpsegen ist für uns Priester sicher nicht eine leere Formel, denn wir haben die Aufgabe zu segnen, ohne Zweifel. Sonst wären wir überhaupt nicht so jahrzehntelang auf einem stillen, einsamen Posten. Und von den Priestern wie hier haben wir die als dritte Aufgabe gekriegt. Darum ist das für uns selbstverständlich. Allerdings kann sich da und dort ergehen, dass der eine oder der andere Sennen vielleicht tut in das Johannesevangelium in Alpsegen am Abend vergessen. Das wird so ein bisschen im Zug der Zeit sein und von der Zeit her bedingt sie, von der Lebensweise her bedingt sie, von der modernen Lebensweise her bedingt sie. Aber das Wort Gottes verliert darum viel Kraft nicht, wenn es nur gebrüht wird. Die Kirche von Reckingen im Oberwallis. Glänzendes Zeugnis der Barockkunst. 1974 völlig renoviert. Stilgerechte Rekonstruktion einer Geschichte gewordenen Geisteshaltung. Monument oder lebendig gebliebene Vergangenheit. Eine Welt der Erinnerungen. Zu den Überlebenden aus dieser Welt, in der das Bild von der unberührten Berglandschaft, von der lebenserhaltenden und lebensnotwendigen Form der Hirtenkultur noch stimmte, gehört der 82-jährige Josef Karlen, der seinerzeit selbst als Senn die Äginenalb betreute. Wenn ich nur bis Senn war, ist das Alpleben viel einfacher gewesen und viel schwieriger, viel schwerer. In Bezug auf Kost, in Bezug auf Bekleidung und so weiter. Und dann der Lohn war ja ganz anders gewesen. Während wir vier Brüder 600 Franken für den ganzen Sommer verdient haben, sind es heute wenigstens 14 bis 15.000 Franken für die gleiche Arbeit. Und dann sind sie noch viel besser noch gestellt, als man früher war. Ne? Ist es heute nicht schwierig, Nachwuchs zu finden für die Besetzung der Stellung des Sennen oder des Hirten? Das ist sehr schwer. Man findet fast keine. Man weiß nicht, was kommt. He? Solange es noch alte Leute da sind, die noch zu alten Fässern verstehen, he? Geht es schon noch. Aber wenn die fortfallen, ist halt niemand mehr. Die jungen Leute sind alle fortgegangen.
Und wenn sie noch zurückkommen, so, die können alle nicht mehr melken. Die hat nicht gelernt melken. Wie sieht Josef Karlen die Zukunft der Äginen Alp? Ja, es kann jetzt vielleicht ändern durch diese Umsturz. Da kann es vielleicht etwas ändern, aber sonst müssen wir sagen, das Alpwesen muss ganz sein. Das geht ganz sein. Da werden vielleicht nur Schafe mehr auf die Alp betrieben. Die Idylle bricht auseinander. Der Basler Volkskundler Paul Hucker schreibt: Das Bergland entvölkert sich immer mehr und die Grenze der Dauerbesiedlung sinkt. Bekannt ist dieser Prozess für verschiedene Albtäler, vor allem der Südschweiz, Graubündens und des Wallis. Die Entvölkerung ist bis heute nicht zum Stehen gekommen. Da sie aber lautlos vor sich geht, fehlt ihr der spektakuläre Charakter. Und so ist es auch um die Zukunft der Alpkäserei schlecht bestellt. Scheitert doch auch sie an der Frage der Rentabilität und am Personalmangel, um wieder Hucker zu zitieren. Das Gefüge bricht auseinander. Es bietet das zerfahrene Bild einer aus den Fugen geratenen Hirtenlandschaft, wo zwar noch ein Grundstock zuverlässiger, traditionsbewusster Hirten vorhanden ist, der aber immer mehr durch Krankheit und Tod verringert wird, ohne dass sich geeigneter Nachwuchs fände. Zwar scheint es, dass Äginen noch zu jenen Alpungen gehört, die einen Profit abwerfen. Doch wie lange noch? Betreute das Alppersonal im Jahre 1962 noch insgesamt 90 Stück Vieh, sank die Zahl 1970 bereits auf 85, wovon nur 42 Milchkühe. Und wie viele Kühe befinden sich heute auf der Äginen Alp? Auf der Alp eine 35 Kühe. Wem gehören diese Kühe? Die Kühe gehören 13 Bauern. Wie viel zahlt der Bauer für die Alpsämmerung seiner Kuh? Pro Kuh ca. 130 Franken. Wie hoch ist der Lohn des Sennen? Ich habe 6'000 Franken, 2 Käse und einen Zigger. Eine Gmärte. Rentiert diese Alp noch? An der Alp rentiert sich, ja. Warum? Weil der Bauer pro Liter Milch 80 bis 85 Rappen über unseren Lohn von einer Butcher und von mir noch reinhängt. Zahlt der Bund an die Unterhaltskosten? Der Bund zahlt auf der Alp nicht dran, er zahlt der Bund, zahlt nur den Bauern. Stückzuschlag, der jährlich ausgeht. Auf der Alp. Lohnt es sich heute noch, Bergbauer zu sein? Selbstverständlich. Ich habe einverstanden. Vollkommen einverstanden. Wenn sie alles höher tun, sie müssen alle Matten höher, nicht alles liegen. Oder stehen, wenn man sieht. Würde ich so sagen, dass man im Goms das, was nicht gehöht wird, könnte man noch. Also das Stück, das ich auf der Alp habe, könnte man noch erhalten. Das ist alles heue Ding. Liegt die Zukunft in unseren Alpen etwa bei solchen Musterbetrieben, wie sie Alp Fritt repräsentiert, ein völlig durchmechanisierter Betrieb, der sich oberhalb der Walliser Gemeinde Ernen befindet, in deren Sennerei die Milch aufgefangen und verarbeitet wird, die direkt vom Kuhäuter auf der Alp durch Pipelines ins Tal schießt? Thank you.
Wie viele Leute sind auf dieser Alp beschäftigt? 4 Stück. Wie viele Kühe haben Sie hier? 100 Zahne. Auf wie viele Gemeinden verteilen sich diese Kühe? 4 Mengen. Wie viel zahlt ein Bauer pro Saison, um seine Kuh auf der Alp lassen zu können? 250 Franken. Wie viel verdienen Sie? 90 Franken. Wie steht es mit der Rentabilität von Alpfritt? Ja, sicher als mehr und eher als ein kleiner Betrieb oder kleiner. Lässt sich eine solche Alp innerhalb nützlicher Frist amortisieren, obwohl der Bauer mehr bezahlen muss für die Pension seiner Kuh als auf der Äginenalp? Die Technik verschlingt mehr Mittel. Und der Technik wurde auf dieser Alp, der nichts Idyllisches mehr anhaftet, auch der Alpsegen geopfert. Wie steht die Geistlichkeit dieser Entwicklung gegenüber, die zwar größere Rentabilität verspricht, aber gleichzeitig alte Traditionen und christliches Brauchtum in Frage stellt? Eigentlich ist das eine wirtschaftliche Frage. Und insoweit, dass das wirklich ein Fortschritt ist und ein Fortschritt mit Verantwortung ist, dann muss man da ja dazu sagen. Man kann allerdings nicht jede Rationalisierung über den gleichen Leister schlagen. An dem einen Ort hat sich die als gut bewährt, am anderen Ort als schädlich oder als weniger gut bewährt. Und darum muss man immer von Fall zu Fall schauen, ist jetzt das in diesem Fall ein Nutzen, und zwar ein Nutzen auf das Ganze gesehen, nicht bloß finanziell, oder ist eher ein Schaden. Aber grundsätzlich müssen wir für einen Fortschritt sehen, aber mit Fortschritt mit Verantwortung. Skepsis aus Glaubensgründen. Skepsis beim alten Sennen aus Misstrauen in die Rentabilität von Musteralpen? Mit der Alpfritt wäre schon recht, das ist in Ordnung, wenn die Aufwand bis da viel zu gross wäre. Denn wenn schon da ein Alp, wie die Alpfritt ist, wenn die gerade plötzlich da so wäre, ohne dass die Grosskosten da wären, da wäre das in Ordnung, aber der Aufwand ist viel zu gross, denn die hat auch nicht gehört. Resignation bei den Alten. Optimismus bei den Vertretern einer rationalisierten Alpnutzung. Ein Riss geht durch die Alpentäler. Ist unsere Alpwirtschaft noch zu retten?